Zur Gruppenzusammensetzung. Eine Theatergruppe besteht aus den unterschiedlichsten Menschen, welche alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. So kann man nicht mit jeder Gruppe Hamlet aufführen und nicht jeder Darsteller ist ein geborener Gustav Gründgens oder eine Sarah Bernhardt. Natürlich kann man versuchen, mit einer Oberstufenklasse Don Carlos oder mit einer Grundschule die Zauberflöte auf die Bühne zu bringen, doch selten gelingt dies zur Befriedigung der Mitwirkenden und der Zuschauer. Es gibt mehrere Punkte, die man überprüfen sollte, bevor man sich an ein Stück wagt. Zunächst sollte der Umfang des Stückes bzw. der einzelnen Rollen berücksichtigt werden. Dafür kann man sich Beispielinszenierungen zum Beispiel auf YouTube ansehen. Und bei der Durchsicht des Stückes sollte der Sprech- oder Singanteil jeder Rolle notiert werden. Achtung, oft sind Rollen zwar nicht sehr wortreich, stehen aber trotzdem fast das ganze Stück über auf der Bühne. Wie zum Beispiel die stumme Katrin in Brechts Mutter Courage. Als nächstes stellt sich die Frage nach dem Charakter der einzelnen Figuren. Komplexe Rollen wie in Hamlet oder Drei Schwestern verlangen ein sehr facettenreiches, psychologisch differenziertes Spiel. Wohingegen man bei Archetypen auf einzelnen besonderen Fähigkeiten und bestimmten Eigenheiten des Darstellers aufbauen kann. Jemand, der zum Beispiel den bösen Wolf spielen möchte, benötigt eine ausdrucksstarke, fast tänzerische Beweglichkeit, um das Wölfische auf der Bühne überzeugend rüberzubringen. Die handwerklichen und technischen Voraussetzungen, welche die unterschiedlichen Darsteller mitbringen, wie gesangliche Fähigkeiten, gute Sprechstimme, bestimmter Tonumfang, körperliche Begabung, sollten zu der ausgewählten Rolle passen. Zum Beispiel ist es schlichtweg nicht möglich, eine Königin der Nacht mit einer Schülerin zu besetzen. Es sei denn, dass man die Rolle von einer Gesangspartie zu einer reinen Sprechrolle umwandelt. Ein Darsteller, der einen Clown der Commedia dell'arte spielen möchte, zum Beispiel den Pulcinella, benötigt eine ganz andere Körperlichkeit als jemand, der einen Alten spielen soll. Zuletzt sollen physische Voraussetzungen betrachtet werden. Für viele scheint es selbstverständlich zu sein, dass die Hexe immer von einer Frau und Faust immer von einem Mann gespielt werden muss. Oder dass die Großmutter von einer mindestens 60-Jährigen oder Alice im Wunderland von einer höchstens 14-Jährigen verkörpert werden muss. Oft ergeben sich besetzungsbedingt andere Lösungen. Wenn zum Beispiel nicht genügend männliche Darsteller in der Gruppe vorhanden sind, was häufig genug vorkommt. Dies muss kein Nachteil sein. Es kann sogar viel spannender sein zu sehen, wie eine Frau mit einer typischen Männerrolle umgeht, vor allem wenn sie nicht die typischen Männlichkeitsklischees bedient, als wenn ein Macho einen Macho spielt. Wenn man dann noch bedenkt, dass zu Shakespeares Zeit alle Frauenrollen von Männern gespielt wurden, sollte das noch mehr Mut machen, mit Geschlechter- und Altersvorgaben bei der Rollenverteilung spielerischer umzugehen. Unabhängig davon ist es natürlich wichtig, im Blick zu haben, aus welcher Altersgruppe sich die Darsteller zusammensetzen. Kinder, Erwachsene, gemischte Gruppen. Mit einer Kindertheatergruppe kann man wahrscheinlich viel actionreichere Stücke inszenieren als mit einer Rentnergruppe. Dennoch sollte man sich auch hier nicht aufgrund von Vorurteilen vorschnell einschränken. Es gibt sehr bewegliche Rentnergruppen und sehr unbewegliche Grundschüler.